Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf einer Paddeltour und da wir keinen Bock zum Paddeln haben, haben wir uns einen Elektromotor bestellt, eine Batterie dazu und ich habe die Halterung fürs Kajak selber gebaut. Den Aufbau der Halterung seht ihr jetzt. Ich habe jetzt hier meine zwei Bretter, wo wir den Motor befestigen werden. Ich werde die jetzt noch mit einem Winkel verstärktes besser helfen. Heute ist übrigens ein Feiertag. Ich bin jetzt fertig, ich habe hier zwei mögliche Löcher gebaut. Morgen werden wir es noch absägen können. Dann eine Verstärkung und noch ein paar Unterstützungsschrauben. Wir haben jetzt den Motor mal an einen Kanadier gebunden und es funktioniert tatsächlich. Morgen werden wir wieder zurückfahren. Wir sind jetzt hier am Abend fahren. Oh, das sieht so genial aus. Oh. So, nächster Morgen, jetzt wird zurückgefahren, aber mit Motor. So, das ist jetzt das Boot für die Rückfahrt. Wir haben hier jetzt den Motor befestigt am Kanadier und haben noch Untersicht die Batterie. Und wir können ungefähr 5 km/h damit fahren, dann werden wir zurückfahren. Bis dann, tschüss. Wir sitzen jetzt hier auf dem Boot. Ich habe das jetzt hier so installiert. So, wir haben das jetzt an dem Boot befestigt und fahren jetzt hier über den See. Oh, geil. Ein Paddeltag geht zu Ende. Bis morgen. So, das war's jetzt von unserer kleinen Paddeltour. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Video und tschüss.